Hallo meine lieben Freunde, willkommen zum nächsten NetSuite und, na klar, zum dritten Band von Ciceros Tagebuch. Wir sind ja immer noch nicht so ganz hintergekommen, aber wenn da wirklich sowas drin steht wie im letzten, also im zweiten, dann, ja, ich weiß nicht. So, ist es überhaupt das richtige Buch? Ich hatte doch im letztes Mal das zweite, ne? Ja, natürlich, okay. Das wollte ich nur nachgucken, also. Ich hatte, weil da auf einmal auch gerade irgendwann mit Sonnenuntergang stand. Ich hab gedacht, ich hätte das falsche Buch erwischt. Und ich bin gerade aus Versehen auf die R2-Taste meines Controllers gekommen, aber egal. So, 23. Sonnenuntergang 4R188. Jetzt, dass sich die Lage etwas beruhigt hat, ist unsere Lage schließlich bewusst geworden. Okay. Wir sind eine dunkle Bruderschaft ohne einen Zuhörer. Ohne Zuhörer wird das schwarze Sakrament nicht erhört. Sicher wird die Mutter der Nacht bald zu jemandem sprechen und damit einen neuen Zuhörer auserwählen, der Alisan Dupres Platz einnehmen wird. Doch bis dahin müssen wir unsere Ohren auf die Straße legen. Wir müssen das Flehen der Verzweifelten und Rachlustigen hören. Die Bewohner von Tamriel dürfen nicht erfahren, niemals, dass ihre Gebete an die Mutter der Nacht nicht erhört werden. Ja. Sorry, ich muss kurz verschlucken. 24. Morgenstern. 189. Ich lese mal 181, oder? Ist ja eigentlich vollkommen egal, weil ich Ihnen etwas, was das heißt. Ein neues Jahr hat begonnen. Seit mittlerweile 2 Monaten weilt die Mutter der Nacht nun schon hier bei uns in der Schüttinzahl-Zuflucht. Immer noch hat die unheilige Oberin zu keinem von uns gesprochen und daher hat Rasha beschlossen, eine uralte Tradition der dunklen Bruderschaft wieder aufleben zu lassen. Die Ernennung eines Bewahrers, einen Hüter, dessen einzige Pflicht es ist, die sterblichen Überreste der Mutter der Nacht zu schützen. Die verbleibenden Mitglieder der Schwarzen Hand werden morgen ihre Entscheidung fallen. 23. Morgenstern 4R189. Die Wahl fiel auf mich. Durch eine unbegreifliche Wendung des Schicksals hat mich die Schwarze Hand zum Bewahrer der Mutter der Nacht ernannt. Ich fühle mich ganz ehrlich, unglaublich geehrt und gleichzeitig von tiefer Traurigkeit erfüllt. Das bedeutet das Ende meiner Aufträge. Ich kann mich glücklich schätzen, wenn ich je wieder eine Klinge in die Hand nehmen darf. Zum Glück hat mir Rasha einen letzten Auftrag versprochen, bevor ich mich meiner neuen Aufgabe widme. 30. Morgenstern 189. Der Hofner ist tot. Mein letzter Auftrag ist erfüllt. Ob ich... Oh, wie er lachte und lachte, bis ihm das Lachen verging. Ah, okay. 5. 1. Saat 4R189, ja. Ich habe mich gut in meiner neuen Rolle als Bewahrer eingelebt. Es ist nicht nur meine Pflicht, den Schrein der Mutter der Nacht sauber zu halten und dafür zu sorgen, dass die Kerzen immer brennen, sondern ich muss mich auch um den Leichnam kümmern. Die Gruft der Mutter der Nacht war ein geweihter Ort. Mit dem Leichentuch, Gott, verhängt, geschützt vor Sonnenlicht und sicher vor der Außenwelt. Diese Obhut entrissen sind die sterblichen Überreste dem Schmutz und der Verderbnis der Lebenden ausgesetzt. Der Leichnam ist perfekt erhalten. Die Sorge ist also nicht physischer, sondern eher spiritueller Natur. Die sterblichen Überreste müssen regelmäßig geweiht werden, damit sie weiterhin als Kanal für die Seele der Mutter der Nacht dienen können. Der ewige Geist unserer Oberin kann sich zwar frei durch die Leere bewegen, aber nur durch ihre eigenes irdischen Überreste kommunizieren. Sie mit dem Zuhörer. Aus diesem Grund wasche ich den Leichnam wöchentlich mit den erforderlichen Ölen, rezitiere die alten Beschwörungen und kümmere mich persönlich um die Vernichtung jeglicher Insekten oder Nagetiere. Wenn die Mutter der Nacht nicht spricht, dann liegt es daran, dass sie nicht sprechen möchte. Nichts, weil sie es nicht könnte. Das ist meine Verantwortung. Das ist mein... Was? Gelübde. Gelübde. Ich habe keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet. 12. Jahresmitte 4R189. Monate vergehen und immer noch keine Zuhörer. Warum spricht die Mutter der Nacht nicht zu mir? Ich bin es würdig.
ihr Bewahrer zu sein, aber nicht der Zuhörer? Ich schütze unsere Dame, ich schweihe sie, aber sie erweist mir immer noch nicht die Gnade ihrer Stimme. Vierte Sonnenhöhe 4R189. Es ist zu lange her, dass ich meine Klinge benutzt habe. Es ist zu lange her, dass ich eine Seele gerettet habe. Doch ich bin jetzt der Bewahrer nicht länger ein Lebens... Nehmer. Lebensnehmer, okay. Ich denke gerne an die Stunden mit den Hofnarren zurück. Sein Lachen, seine Schreie, sein jämmerliches Heulen. Und dann all das Ende näher kam, wieder sein Lachen. Fröhlich im Tod, so wie im Leben. Es war eine Ehre, ihn kennenzulernen. Also denkt er, es ist eine Ehre, Leute kennenzulernen, die er dann umbringt. Ja, das ist sehr schön. Vielleicht haben wir ja jetzt sogar ein bisschen rausgefunden, warum er so durchstickt. Und zwar habe ich das Gefühl, der bewahrt die Mutter der Nacht, will aber und sagt halt so, ich tue alles für die und so, sozusagen, ich ehre sie und warum ehrt sie mich nicht? Und deshalb, weil, als wir uns da versteckt haben, hat er ja auch gesagt, jetzt rede endlich mit mir. Du dummer Helfer. Was weiß ich. ja, und so. Und ich denke, der möchte einfach auch von der geehrt werden, so wie er sie ehrt. Und das hat er halt nicht bekommen. Und deshalb hat er psychologische Probleme. Aber vielleicht finden wir das Ende ja doch noch erst im Band 4 raus. Wer weiß, wer weiß. Schön, dass diese Bücher 25 wert sind. Das ist schon toll. Schön, dass die Bücher auch alle anders aussehen. Das gefällt mir. Aber ich werde sie eh nie verkaufen. Ich werde sie in mein Regal stellen, damit ich sie immer sehen kann und weiß, ha, dieses Buch habe ich schon gelesen. Ja, so wie ich es mit den anderen Büchern gemacht habe. Das möchte ich euch auch gerade mal kurz schnell zeigen. Wie schon im Let's Play erwähnt, hier sind sie. Ich hoffe, man sieht sie jetzt ein wenig. Die liegen hier. Man sieht es absolut gar nicht. Das ist auch okay. Ich habe jetzt auch gerade keine Fackel. Ach, egal. Auf jeden Fall sind sie da im Regal. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann seid auch beim nächsten Let's Read dabei, wo mir dann endlich hoffentlich das wahre Ende enthüllen werden. Einfach mal so, ja. Und deshalb sage ich Tschüss.